Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Factory und da ging es wirklich zur Sache. Im Prinzip hat sich die ganze Runde in einem Spawnraum abgespielt und es gab wirklich viel PvP, noch mehr Loot und eine etwas kontroverse Entdeckung, wie ihr vielleicht schon vom Thumbnail erahnen könnt. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Es ist im Late Vibe sogar noch einfacher anzufangen. Nee, ich kenne. Ich hab den Film schon mal gehört. Oh, das geht. Also sagt du mir nichts. Also. Auf was das gemünzt ist, egal. Tür zu hier. Da hockt er. The fuck war das denn? Ich habe ihn gerade durch die Tür gespottet, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, könnt ihr vergessen, Freunde! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Noch einer. Ja, komm, greif den mal an. Hängt eine Vector, ja, die Waffe brauche ich jetzt. Oh Gott. Ah, oh, come on, ey. So, haben wir noch unseren Factory Vibe. Wundervoll. Wundervoll. Knappe Kiste auf jeden Fall. Ein Hoch auf den grünen Stim. Danke dafür. Der Beste der Besten. Eieieiei. Na, Freunde. Big Daddy Grace und... Kommen Sie hier an. Mit einer Vector, Gott sei Dank. Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Kein Wunder, dass du tot bist. Vector, lol. Geflippter Stim. Lol. So. Eieieiei.
War's eine Runde, aber ich habe meine 4 Kills jetzt für die Quest. Oder eine größere. Ein Backpack, das ist nett. Wir nehmen alles, oder? Was sagt ihr? Wir nehmen alles. Ah, shit, das geht nicht. Wir wollen ja auch noch das hier mitnehmen. Und das hier. Und das hier natürlich. 2 Reload Mags. Oh, 1 Reload Mag. Erbärmlich. Na gut. Gamma, würde ich sagen. Achso, die anderen 2 Doc-Tags auch noch, ne? Wo ist denn der Hüpfer hier? Und der hier? Ach du lieber Gott. Ist ganz wichtig, dass man da einen Razor drauf hat. Ah, bloß 4er drin, okay. Ah, das nehmen wir. Moment, das haben wir gleich. Wie heißt der Typ? Ach, lieber Gott. Also dem sein Zeug lasse ich komplett liegen. Ich lasse komplett liegen. Das fasse ich nicht an. Aber den report mal gleich mal. Lächerlich. Oder ich weiß nicht, was die vorhatten, aber lächerlich. Das nehmen wir mit. Keine Ahnung. Auf keinen Fall nehme ich das Zeug mit. Oder was sagt ihr? Der Naked Guy war der Käufer, 100 Pro. 100 Pro. Also, keine Ahnung. Nehme ich nicht mit. Alles mitnehmen, ich weiß nicht. Der hat es sich vielleicht ercheatet oder weiß der Geier. Lass ich liegen. Ist mir zu suspekt. Wir holen uns jetzt noch den Stocktech von dem anderen und dann raus. Safe RMT, ja. Achso, haben wir schon. Ah, wir haben 5 Stocktags, okay. Dann raus hier. Die machen das mit Visieren? Keine Ahnung, jetzt gibt's halt keinen Found and Raid mehr. So kann er das halt rüber traden. Klar, der wollte ihm Geld geben. Aber der hat halt die Racer gekauft und die kannst du ja nehmen und dann wieder teuer verkaufen. Könnt ihr mal ausrechnen, was gerade ein Razer wert ist und die Masken. Ich sag mal, das waren ja schon ein paar Millionchen, ne? Deswegen haben die da auch die, wisst ihr was? Die haben das schon übergeben gehabt. Die haben das schon übergeben gehabt. Der Typ, der rausgesprungen kam, war der Trailer. Die haben ja die Tür zugemacht, haben da drin getradet. Einer von den beiden, also ich glaube eher, dass der, weiß ich nicht. Aber ganz komische Runde. Einer von den beiden, XC oder XQ, ne? Die zwei waren auch der Renner.
War eine gute Runde, kann ich sagen. Ich habe einen Mafia, die Junge, keine Ahnung. Das ist, keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht. Ja, wird vielleicht ein gutes YouTube-Video. Hier, verewigt euch mal kurz. Können wir vielleicht drüber reden. Einmal schnell, hallo YouTube, schnell 10 Sekunden. Ja, wir schauen uns mal kurz die Profile an. Schauen wir uns kurz die Profile an, alles klar. Könnte man ein YouTube-Video draus machen, ja. Keine Ahnung, ey. Hatte ich auch noch nicht so, dass ich so einen Rucksack finde. Besonders auch noch besten Dank an die zwei mit den Ford Armors. Ich habe mir die Profile der beiden dann nochmal angeschaut und ich muss sagen, keine auffälligen Stats, beide Unhurt Edition, über 1000 Stunden. Ich denke mal, hier war kein RMT, also da ist kein Echtgeld geflossen, sondern der eine wollte dem anderen bloß ein bisschen Ingame-Rubel zukommen lassen und die haben das halt genutzt mit dem Founding Raid, dass man die Razer Scopes einfach wieder verkaufen kann. Haben sie vielleicht mehrfach gemacht, ist nicht die feine Art, soll man auch nicht machen, kann zu 60-Tage-Bans führen, aber ich denke, gekauft wurde hier nichts und ja, war halt ein bisschen Unlucky für sie. Und denkt dran, Leute, lasst ein Follow da, Comment. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann.